Katzendroge zu nennen, ist herablassend mir und meinem Volk gegenüber. Vielleicht habe ich mich etwas barsch ausgedrückt, aber Mondzucker ist gefährlich. Daraus wird Skoma hergestellt, was euer Volk natürlich weiß. Es ist eine Droge. Wenn Skoma illegal ist, sollte Mondzucker es auch sein. Das ist doch absurd. Dann könnte man genauso sagen, dass wir aufhören sollen, Goldbirnen anzupflanzen, weil aus ihnen Bier hergestellt wird. Ihr Elfen geht mir manchmal wirklich auf die Nerven. Ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nun, was denkt ihr? Ja, ich meine euch. Was haltet ihr davon? Sagt dieser Hochelfin, dass sie sich lächerlich macht. Ja, Mondzucker wird zur Herstellung von Skomar verwendet. Aber die Khajiit verwenden es als Gewürz. Es ist ein Teil der khajiitischen Küche. Mondzucker sollte nicht weiter reguliert werden, nur weil ein paar Leute es aus den falschen Gründen verwenden. Endlich jemand, der diese Khajiit versteht. Wenn doch nur die Nachbarn von dieser. Hört ihr das, Hochelf? Die Reisende ist ganz meiner Meinung. Euer Volk ist arrogant und unterdrückt andere. Warum ermutigt ihr ihr Verhalten? Diese verdammten Katzen sollen lernen, dass einige Bräuche im Dominion nicht akzeptiert werden. Ich bin froh, dass nicht Leute wie ihr hier die Regeln machen. Warum sollte ich mit